Hui, da fallen wir in den Speisewagen. Ah! Die Kojoten nicht vergessen. Und damit herzlich willkommen zum zweiten Part von Tiny Toon Adventures. Buster Bunnies. Nee, Buster Busts Loose. Was für ein komplizierter Titel. Und ich bin ein bisschen froh, dass ich nicht auf der höchsten Schwierigkeitsstufe spiele. Weil mich wie erwartend das Zuglevel doch ein bisschen fordert. Das war unter anderem mit dieser tollen Hügelszenerie. Das war sehr knapp. Go, 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 go! Yes, sir! Sehr schön. So. Und jetzt kommt wieder der Brückenfall. Der Brückenzusammenbruch. Und damit die Herausforderung zwischen den Waggons. Wenn der andere... Ja, was soll das denn? Warum springst du denn nicht? Du Blödmann. Kann der andere Wagen nicht auch irgendwie schneller ins Bild kommen? Ich stehe hier immer und warte und nichts passiert. Oh Gott, nur noch ein Leben. Nur ein Leben, Herr Kojote. Nur ein Leben. Und diese dumme Möhre hier, kann ich nicht lieber eine durchsichtige Möhre haben? Willkommen im Jammertal. Ich wusste, dass er kommt und hat mich trotzdem erschrocken. Nur weil ich rumgeblödelt habe. Und nächster Versuch. Jump. Auch hier jump ich immer. Auch wenn es da nicht steht. Sehr gut. Oh. Irgendwann kaut er, glaube ich, auch an einer Karotte, wenn man ihn länger stehen lässt. Ne, da tanzt er nur. Ist jetzt kein guter Moment. Hallo! Kannst du mal... Danke. Hat wieder meine R-Taste gesponnen. Ist natürlich super gut bei so einem Spiel, wo man die auch mal braucht. So. Und... Heppa! So, jetzt kommt wieder... Mein Freund Roadrunner und der Coyote. Mimi! Komm schon! Ah, Gott sei Dank. Come on, come on, come on! Ja! Ja, immerhin. Das Level ist nur leider noch nicht vorbei. Ah, genau. Jetzt kommen wir nämlich in den Tunnel. Und die Beleuchtung funktioniert nur noch. Bedingt. Und hier gibt es natürlich auch Leute, die uns ans Leder wollen. Fiese Gauner. Wie sie es in jedem Zug gibt. Zumindest in jedem Westernfilm. Wir sind ja eigentlich gerade im Westernfilm. Der war auch auf der Universität Yale, wie man an seinem Pullover sieht. Sieht man mal, wo man landet, wenn man an der Yale-Universität studiert hat. So. Jetzt kommt ein Zauberer. Kommt der jetzt schon? Ja. Der sieht auch super fies aus und der hat einen blöden Stock, den er ausfahren kann. Ja, mal kurz gesehen. Ah, jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Kommst du her, damit ich dich... So. Ich seufze jetzt schon, weil ich weiß, wie das Level noch weitergeht. So, wo ist der Zug hin, fragt man sich jetzt. Und was machen diese
diese Schokoriegel in der Luft. Das sind natürlich Holzbretter, die unser Freund, der Hausmeister, oh, das war knapp, uns zuwirft. Hätte ich ihn auch kaputt genommen? Ja. Alter, dass ich das geschafft habe. Ah, jetzt kommt hier wieder so ein Geierangriff von oben. Nein! Ah. Aua, 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 aua. Hallo! Ah, ich wollte eigentlich oben drauf. Schade, aber auch. Warum mache ich nichts mehr? Ah, okay. Alter Schwede. Das hat er gerade automatisch gemacht. Ich hatte ein bisschen Angst. So, und was fehlt natürlich noch in einem guten Westernfilm? Das zündelnde Finale. Da sehen wir schon Rauch, Feuer, Dampf meine ich natürlich. So, jetzt müssen wir erstmal hier die Schornsteine kaputt machen. Hör! Bowser ist auch da. Hör! Come on. So. Das ist sehr tricky. Hör! Komm schon. Das war ganz schön knapp. Alles ganz genau bemessen. Na komm, na komm. Und wir arbeiten uns weiter vor. Richtung Fahrerhäuschen dieser Lokomotive. Das könnte ich hier auch kaputt machen, ja. Sehr gut. Na komm. Einmal noch. So. Das Fahrerhäuschen ist natürlich leer. So, jetzt haben wir kurz reingelegt. Wir wollen natürlich nicht nach links, sondern wir wollen uns über die Speichen weiter nach vorne begeben. Wow! Okay, ich glaube, das wird nichts. Ich gehe da jetzt einfach durch, ohne das kaputt zu machen. Ich glaube, das ist ein bisschen einfacher. Und endlich ein extra Leben. Das heißt, wir haben wieder zwei Leben. Ein guter Puffer. Wow! Jedes Mal. Jedes Mal! Verdammt. Naja, zum Glück hatte ich noch ein Herzchen. So. Montana Max. Was ist los? Hast du ein bisschen Sorge wegen der explodierenden Eisenbahn? Hilfe! Jemand, hilf mir! Der Zug ist außer Kontrolle. Er macht immer Ärger. Okay, lass uns einfach fliehen, indem wir auf dieses Railroad Cart. Na, wie heißt es denn? Okay, wie geht's nochmal? Okay, ich muss Jump drücken. Und B, 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 B. Erstmal den Rhythmus finden, meine Güte. Wow, und da sausen wir mit 88 Meilen pro Stunde über die Gleise. Wenn wir zu langsam gewesen wären, hat uns natürlich die Lokomotive platt gemacht. Was für ein anstrengendes Level. So. Aber erstmal ein beruhigendes Minigame. Hoffe ich doch zumindest. Den Text können wir ein bisschen vorspulen. Den kennen wir ja schon. Und ich hoffe, dass wir eins kriegen, wo wir viele Leben bekommen. Oh nein. Squash. Na gut. Das Spiel ist Furballs Championship. Squash. Du hast die Möglichkeit, extra Leben zu gewinnen. Das habe ich in jedem Spiel. Betonung ist auf Möglichkeit. So, hier sind wir auch schon im Squash-Level. How many times in a row can you hit the ball? Jetzt lese ich schon auf Englisch vor. Also, wie oft in der Reihe kann man den Ball treffen? Wenn du ihn 15 Mal
in der Reihe triffst, ohne ihn zu verpassen, wirst du ein extra Leben bekommen. Der Ball wird aber jedes Mal, wenn du ihn triffst, schneller. So, und es gibt nicht nur den Ball, den man versuchen muss zu treffen, sondern es gibt auch lustige Gegner, für die man nochmal extra Punkte bekommt. Oder eben nicht. Es gibt auch irgendwelche Goodies, dass die Zeit stehen bleibt. Ich hasse dieses Spiel. Ich weiß nicht, wie man hier viele Leben bekommen soll. So, Timer stoppt. Das ist schon mal gut. Nein! Verdammt. Scheiße. Das ist echt schwer. Vor allen Dingen diese 3D-SNES-Grafik. Wow. Jetzt habe ich gerade den Roadrunner getroffen und deswegen ein extra Leben bekommen. Das ist schon mal gut. Könnte es sein? Nein, natürlich nicht. Mist, nur 5 gefehlt. Nein! Ey, wenn du einmal daneben schlägst, dann ist auch schon... Komm, Timer Stop. Ja, sehr gut. Der ist nämlich schon fast abgelaufen. Komm, ein Leben noch. Zumindest für die Ehre. Oder den Roadrunner. Na, schade. Sehr schön. Sehr gut. Nur noch eins wird wahrscheinlich nicht klappen. Schade. Da hätte ich nochmal den Kojoten treffen müssen. Und da ist die Zeit vorbei. Naja, immerhin 2. Und Hampton guckt nicht zu uns. Also er guckt auf den Spieler, aber nicht auf Furball. Was ist das denn hier? Montana bringt einem immer eine schwierige Zeit. Naja, ich glaube, wir sollten mal lieber nach Hause gehen. Oh oh. Sieht aus, als würde es anfangen zu regnen. Ich gehe mal besser rein, bevor ich noch ganz nass werde. Und was ist natürlich das nächste Gebäude hier auf dieser Strecke? Phew. Ich habe ein altes Herrenhaus gefunden. Aber warte, Moment. Plötzlicher Regen und ein verlassenes altes Haus im Wald. Kein Zeichen von Leben. Diese klischeehafte Situation kann eigentlich nur bedeuten, dass das nächste Level das Geisterhaus ist. Da haben wir uns erschrocken vor Babs. Und nicht nur vor Babs. Denn jetzt wird es gruselig. Vor allen Dingen mit dieser tollen Musik. Und hier fliegen schon die kleinen Kaspergeister herum. Die allerdings eher süß sind als furchteinflößend. Das war der Bonus. Joker. Wow. Aber Glück. Einfach weitergehen. So, hier haben wir diese Kügelchen, die wir als Trampolin benutzen können. Willkommen im Geisterhaus. Aber wir wollen natürlich erstmal mit Hilfe von unserem Dash uns ein zusätzliches Herzchen holen. Läuten die Glocken. Oh ja. Wo sind die lustigen Monster? Ein zweiköpfiger Dämon. Ein zweiköpfiger Frankenstein. So. Das hatte ich vergessen, dass da ein Abgrund war. Na komm schon. Ach Mann. So. Einmal runter hier. So. Und der nächste Abgrund. Oh Mist. Ach nee, ich glaube, ich kann von hier aus. Kann ich von hier aus nochmal hoch?
war das denn nochmal? Warte. Wow, 5 Herzchen haben wir jetzt. Schade, dass die nicht bleiben, wenn wir sterben. Jetzt fehlt uns hier natürlich der... Ach Mist, da oben wäre sogar ein Leben gewesen, glaube ich. Da habe ich mich ja total falsch entschieden. Ist das Bällchen vielleicht wieder da? Natürlich nicht. Bleibst du stehen. Da ist es, das Leben. Naja. Dafür mehr Herzchen, das ist vielleicht auch nicht verkehrt. So. Und nun sind wir in der obersten Etage des Hauses angekommen. Mit schönen Bildern von unseren Mitstreitern. Und fiesen Vampiren. Aua, Menno! Ja, und gleich nochmal der Hammer oben drauf. Sag mal, geht die gar nicht kaputt? Dann lass ich ihn einfach mal in Ruhe. So nicht, mein Freund. Einfach zwei Herzchen klauen. Idiot. Da war ja was. Nein. Das ist sehr verwirrend, dieses Level. Wahrscheinlich habe ich jetzt auch 10 Sachen verpasst. Ah, sehr gut. Ja, mehr als 5 Herzen geht nicht. Dafür können wir uns wieder ganz aufladen. So, und jetzt muss ich wieder hoch. Aber der Ausflug hat sich gelohnt. Oh! Extra Leben gefunden. Was sind die los in dem Level? Ja, das tat weh. Da war ich zu langsam. Da kommst du her. Kleiner Hammer. Uiui. Was? Ich bin gerade gar nicht kaputt gegangen. Alter! Ich muss ein bisschen präziser springen, habe ich das Gefühl. So, jetzt sind wir endlich wieder hier oben. Müssen wir wieder kurz warten. Baut sich auch so Hammer in sein Haus. Ne, jetzt bin ich wieder unten. Ach so, warte mal. Ich muss wahrscheinlich hier hoch, ja? Ja, ja, ja. Da ist sie schon. Babs! Warum bist du denn hier? Ich dachte, niemand lebt hier in dem Haus. Also habe ich ein bisschen gespielt mit meinen Freunden im Untergeschoss. Nee, im Erdgeschoss. Aber dann sind meine Freunde gefangen worden von einem verrückten Professor. Basta. Bitte, rette meine Freunde. Meinen Freund vor allen Dingen. Wie kann ich ihn retten? Wenn du den bösen, wenn du die Maschine von dem bösen Professor kaputt machst, solltest du meinen Freund befreien. Ja, und willkommen im Labor. Und damit ist auch der zweite Teil von Tiny Toon Adventure zu Ende. Und den Endboss machen wir dann in der nächsten Folge. Also, bleibt mir gesonnen und bis dann. Tschüss.